thailändischen Männerparadies Pattaya besuchen unsere Österreicher Patrick, Heinz und Mario mit ihren Dates eines der neuen Lokale, die seit der Legalisierung von Cannabis im Sommer 2022 eröffnet wurden. Während es sich alle auf der Couch gemütlich machen, ist Patrick neugierig auf den Marihuana-Shop nebenan. Ich habe einmal habe ich probiert. Also welche große wäre deine Auswahl? Was? Welche große wäre deine Auswahl? Na, rauchen. Rauchen brauche ich nichts. Rauchen habe ich einmal probiert, habe ich dreimal gespielt gleich. Das ist nicht meins. Aber zeig mal, was gibt's sonst noch? Ja, hier so ganz viele Sorte, ne? Das sind alle so importierte Sachen. Von wo? Von wo ist das importiert? Kalifornien. Kalifornien. Sam. Aus Kalifornien? Also einige sind aus Kalifornien direkt hier nach Thailand importiert. Und gibt es auch welche von denen, die was direkt aus Thailand kommen? Der Gorilla ist aus Thailand, KK ist aus Thailand, G Diamond ist aus Thailand. Der Cannabisverkauf wurde überraschend legalisiert, um den Tourismus nach der Pandemie wieder anzukurbeln. Während man davor mit einer Gefängnisstrafe rechnen musste, wenn man an einem Joint zog, darf seit Juni 2022 in privaten Raucherecken gekifft werden. Der Jackie hat mir da jetzt gerade irgendwas besorgt, was Leichtes. Keine Ahnung, ob ich jetzt speiben muss oder nicht. Das werden wir sehen, ja. Zum Runterkommen jetzt nach den Streitereien wäre es vielleicht schon leiwand. Schauen wir mal. Ich habe nur eines gesagt, dass seine Dame halt blöd ist. Für mich. Ja. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja. Und da ist natürlich ein Riesenstreit entstanden. Eine Riesendiskussion. Und es geht jetzt darum, wer Recht hat und wer einen Blödsinn sagt. Ja. Das wird auf jeden Fall nicht die letzte Streiterei zwischen den Männern gewesen sein. Thailand ist das erste Land in Asien, in dem Marihuana verkauft werden darf. Und der Nichtraucher kann es kaum erwarten, den Joint zu probieren. Maybe you want smoke with me? Try. You want try? Yeah. I want try too. You want try? Yeah. Okay, then take a seat. I don't know this. Maybe you can help me, because I don't know. You know? Yeah. You can try at first. But you don't know. Because you are the expert. I don't know this. Next year. Mal jemand mal laut. No. Du bist doch der. Bah, grindig. No. Bah, das ist grindig. Bah. Das schmeckt grindig, da bist du der. Warte, boah. Bah. Grindig. Ja? Allein? Allein, ne? No. Zurück zur anderen Seite der Welt. Im thailändischen Pattaya dürfte die kleine Marihuana-Party von Patrick und den Damen ja ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sein. Während Patrick wie paralysiert die Neonlichter am Eingang bewundert und wahrscheinlich nicht einmal weiß, in welchem Land er gerade ist, versucht Apple Heinz Novak klarzumachen, dass sie heute auch noch etwas unternehmen möchte. So, what we do now? What we do tonight? Yes. What we do tonight? Yes. What we do tonight? What we do tonight? Yes. What we do tonight? We sleep together. I know, we sleep together. What we do tonight? Yeah, when we go eat finish, yeah. And then what we do tonight? It's finished, we go home. I not want that. I want you go with friends for enjoy, for dance, for speak, for dance. For me, no problem.
Yeah, sure. Yes. But if I'm not together with you, I go also not outside today. I go with you somewhere. No, okay. Yeah. Yeah. Die Dame hat mir erzählt, dass sie sich irgendwie eingeengt fühlt von mir. Ich kenne sie 3 Tage und in die 3 Tage sage ich immer nur, gehen wir ins Zimmer. Ja. Aber sie will, dass ich mit meinen Freunden, die ich hier habe, auch fortgehe und mich unterhalte. Und sie ist gerne dabei, wenn ich fortgehe. Und ich habe gesagt, ich habe hier nicht so viele Freunde, die alleine sind. Und wenn die was alleine sind, sind die nur immer kurz hier. Und die guten Freunde haben auch alle eine Thai-Frau oder eine Freundin. Das heißt, ne? Sie klammern ein bisschen zu viel damit. Ich klammer zu viel. I go to you too much. No. No? No, no. You can call me only like this one. Not for... Yes. Okay. But sometimes you make me like this. This about I not like. Okay. This about I not like. Yeah, okay, you can. Sie hat gesagt, immer so, yeah, auf you, das Wüsel. You can do this for my hair, okay? Only so. Yes, but not do this. Okay. Understand? I don't know why, but I understand. I speak you every time. Okay. Inzwischen sind auch die Raucher zurück. Patrick hat überraschenderweise wieder zur Couch gefunden und sein Date Fang ist eingeschlafen, sobald sie sich hingesetzt hat. Die paar Liter Bier haben sich anscheinend nicht so gut mit dem Cannabis vertragen und die Thailänderin einfach ausgenockt. Auch Marios Date Duan ist es nicht viel besser ergangen. Während der Dolmetscher Jack versucht, Patricks Begleitung wieder auf die wackeligen Beine zu bekommen, hat sich Mario schon seine Meinung gebildet. Sie saufen zu dritt 25 Bier in einer kurzen Zeit und dann haben sie nur 2 Joint eine da draußen. Ich meine, sagen wir es ehrlich, sowas brauche ich schon gar nicht. Ja, das ist... Wenn es trinkt, ist mir das wurscht, ein bisschen was, ja. Eine normale Frau, ja, die trinkt, dass sie 2 Parol oder irgendwas oder 2-3 Cola Bacardi, aber die trinken 25 Bier zu dritt in nicht einmal 2 Stunden. Also wenn du mit da die ganze Nacht weggehst, auf die 100 Bierler. Ich meine, das braucht man das. Fehler sind menschlich, aber das sind Fehler, die, wenn von Anfang an ein Fehler passiert, in der Richtung, ja, wo man sagt, das passt nicht, dann ist es einfach nichts. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, da will ich ja gar keine Hoffnung mehr machen, sondern da sagt man, na gut, nach 1-2 Tagen, wie auch immer, je nachdem, tut mir sehr leid, es ist vorbei, das ist nichts. Tschüss, Papa. Wünsch dir was. Ciao, Baby. Ja. Oh, klar. Tschüss. Klar. Auf Wiedersehen. Schlaftabletten. Tschüss. Bye-bye. Du bist abverschieden. Yes. Thank you. Nice to meet you. Bye-bye. Bye. Take care. Ich bin schon enttäuscht, dass er mich jetzt einfach heimschickt. Aber was soll's? Hauptsache, ich hatte Spaß und bin ein bisschen rausgekommen. Ich habe es immer wieder bei Mario versucht. Aber jedes Mal hat er sich weiter von mir entfernt. Ich finde das sehr ermüdend. Darum denke ich, dass es besser ist, hier aufzugeben. Es bringt nichts, mich weiter zu bemühen. Das war's. Für Duan und Fang ist das Kapitel Mario und Patrick schon zu Ende, bevor es richtig begonnen hat. Aber wenigstens die beiden haben sich gefunden.